M wie Morbus Crohn. Morbus Crohn ist eine Krankheit im Verdauungstrakt. Der geht bei uns ja vom Mund bis zum After. Genau genommen ist bei Morbus Crohn die Schleimhaut, die den Verdauungstrakt innen überzieht, entzündet. Häufig hat man Morbus Crohn im Darm. Der kann dann nicht mehr so gut arbeiten. Das heißt, er kann keine Nährstoffe aufnehmen und auch kein Wasser. Außerdem können Darmbakterien in tiefere Schichten von der Darmwand kommen. Wenn man die Krankheit hat, dann hat man häufig starken Durchfall, einem tut der Bauch heftig weh oder man muss sich übergeben. Morbus Crohn ist übrigens nach dem Arzt Burrell Crohn aus den USA benannt. Was sind die Gründe für Morbus Crohn? Also den Grund, warum man die Krankheit hat, den haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch nicht herausgefunden. Es gibt aber verschiedene Dinge, die aufgefallen sind. Zum Beispiel, dass jemand in der Familie die Krankheit schon hat. Auch das Immunsystem, also unsere Körperabwehr, spielt eine Rolle, aber es muss noch geklärt werden, welche genau. Eventuell ist sie sozusagen zu empfindlich. Außerdem ist Rauchen nicht gut. Okay, was passiert also? Im Grunde genommen kann sich, wie schon gesagt, bei Morbus Crohn die Schleimhaut vom Mund bis zum After chronisch entzünden. Sie ist dann ständig gereizt, also geschwollen. Man kann die Krankheit etwa in der Speiseröhre, im Magen oder im Dickdarm haben. Aber am Ende vom Dünndarm, da kommt sie besonders oft vor. Dort ist dann nicht nur die Schleimhaut entzündet, sondern auch bestimmte tiefere Schichten von der Darmwand. Morbus Crohn kann mit der Zeit schlimmer werden. Das heißt, die Darmwand wird durchlässiger und es kann sich beispielsweise Eiter ansammeln. Oder es entstehen Fisteln, das sind Verbindungsgänge zu anderen Organen. Es kann aber auch sein, dass der Darm sich verengt und irgendwann dann ganz verschließt. Woran merkt man, dass man Morbus Crohn hat? Häufig hat man dann wochenlang Durchfall. Diese Durchfälle sind richtig wässrig, zum Teil auch schleimig. Und sie kommen oft in der Nacht. Dazu tut einem oft der Bauch weh. Und zwar so heftig, dass man eine Zeit lang vielleicht nicht aus dem Haus gehen kann. Außerdem hat man keine Lust, etwas zu essen und nimmt stark ab. Das liegt daran, dass die Darmwand eben geschädigt ist und die Nährstoffe aus der Nahrung nicht mehr so gut vom Körper aufgenommen werden können. Aber auch außerhalb vom Bauch und Darm kann man Beschwerden haben. Es kann zum Beispiel sein, dass einem die Gelenke oder der Rücken wehtun. Oder die Haut verändert sich, zum Beispiel kann sie sich entzünden. Manche fühlen sich auch ständig müde. Und eins noch, die Krankheit kommt schubweise. Das heißt, es gibt Zeiten, in denen man nichts hat und Zeiten, in denen man viele Beschwerden hat und die wechseln sich eben ab. Was kann man gegen Morbus Crohn machen? Wenn man Beschwerden hat, dann geht man am besten zum Arzt oder zur Ärztin. Die untersuchen dann den Körper und lassen auch das Blut im Labor checken. Wenn etwas bei den Untersuchungen auffällt, dann wird eine Darmspiegelung gemacht. So kann man die Darmschleimhaut von innen anschauen und auch kleine Proben entnehmen und unter dem Mikroskop dann untersuchen, ob es eben wirklich Morbus Crohn ist. Die Krankheit hat übrigens etwa einer von 300 Menschen. Morbus Crohn kann man nicht vollständig heilen, aber mit Hilfe von bestimmten Medikamenten kann man die Beschwerden besser aushalten und auch die Zeit ohne Schmerzen verlängern. Welche Medikamente man nehmen soll, entscheidet der Arzt oder die Ärztin. Das hängt unter anderem davon ab, wie schlimm die Krankheit ist und welcher Teil vom Darm betroffen ist. Das war Gesundheit hören, das Lexikon. Ich bin Kari Kungel aus dem Team von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau. Und wenn ihr noch mehr zu Morbus Crohn wissen wollt, dann schaut mal in die Infos dieser Folge, da haben wir euch einen Artikel verlinkt. Und in unserem Lexikon, da findet ihr noch viel mehr Begriffe, zum Beispiel gibt es auch eine Folge zur Darmspiegelung. Übrigens, im Dünndarm, da werden die Nährstoffe aus dem Essen in den Körper aufgenommen. Deswegen ist die Schleimhaut dort stark gefaltet. Dazu hat sie sogenannte Darmzotten, die sehen aus wie so kleine Fransen. Und die Fläche, um die Nährstoffe aufzunehmen, die ist wegen der vielen Falten und Fransen verdammt groß. Und zwar 400 bis 500 Quadratmeter, ausgebreitet so groß wie ein Basketballspielfeld.